Leute, habt ihr wieder Hey von jetzt und mir? Cool, Mann. Ja, Super Mario Galaxy heißt es. Oh, Anflug auf Tempokomet. Das habe ich gemeint, das kenne ich noch. Ist wieder dasselbe Level wie eben. Nur, dass wir diesmal, glaube ich, direkt an dieser Stelle oben mit den ganzen Gefahren bei diesem Parcours da landen. Und das wird jetzt richtig anspruchsvoll. Jetzt bewegt sich nämlich alles schneller. Tempomodus Himmelkorridor. Oh, das wird krass. Ja, ich glaube, da seht ihr schon an. Puh, ein bisschen schneller. Aber ist trotzdem cool und so. Und ich freue mich, das zu machen. Und ja. Jetzt haben wir nochmal einen richtig schönen Part. Oder ich wünsche uns allen jetzt nochmal einen richtig schönen Part. So. Da guckt ihr an, wie die ganzen Dinger hier, wie die. Na klar. Machen wir mal. Zack. Nein. Ja, ich habe ja sowieso über 30 Leben. Aber ich glaube, das hier wird der letzte Part sein und dann werde ich wieder. Noch einmal. Ich glaube, das wird der letzte Part sein und dann werde ich erstmal wieder. Ich glaube, dann werde ich erstmal wieder ein kleines Päuschen einlegen. So, zack. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen was übersprungen. Ah! Nein! Aber ich glaube, die Abkürzung nehme ich trotzdem, denn die ist einfach nur super. Ist einfach nur genial. So, jetzt schaffe ich es aber. Oh, noch nicht, oder nicht? Doch, ich hab's echt geschafft. Ist das geil. Wow. Vorsicht! Jetzt bin ich mir halbwegs sicher, jetzt muss ich aufpassen. Ist das crazy? Das ist so crazy. Futuf. Oh. Na. Puff. So, den Kerl lasse ich mal lieber vorbei. Genau. Zack. So. Ganz schnell. Ja, und wir sind da. Bam. Und zack. Hab ich's geschafft. Das ging so schnell als beim ersten Mal, ne? Als es noch langsam war. auch nicht schlecht. Eventuell kann es jetzt sogar möglich sein, dass ich schon alle Sterne von der Glasdingser-Galaxie habe. Aber ich weiß es nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, aber kann gut möglich sein. Lass uns einfach mal gucken. Nee. Da kommt immer noch was dazu. Das ist voll krass. So, Schwimmland-Galaxie machen wir jetzt da. Bisschen Badestrand hier oder was? Und danach gehen wir dann zur Phantomgalaxie, so wie es aussieht. Na, mal gucken. So, Schwimmlergalaxie, die Marinefestung. Oh, das klingt schon fies. Bisschen One Piece hier, ja? Bisschen Marine. Vielleicht finden wir ein paar Teufelsfrüchte und werden zu Ultra Mega Hyper Mario, der nicht schwimmen kann. Was hier im Schwimmland ein bisschen unklug wäre. Egal, gibt's hier keine Sterne? Sterne, hallo? Nö. Da gibt's ganz viele blaue Sternteile. Was ist das crazy hier? Und wozu kann man hier denn schwimmen? Was ist denn hier unter... Oh. Ist ja geil. Hohoho. So, gibt's hier noch irgendwas? Ich habe so das Gefühl, jetzt muss ich diese Torpedos so ein bisschen lenken. Boom, genau. Yeah, das Marinda. Ist ja geil. Jetzt ist das hier voll umgedreht. Aber was ist das für ein Stern? Der ist ja richtig crazy. Guck mal, ich mach das gerade genau richtig, glaube ich. Ich muss die Dinger nämlich hier schön. Autsch! Einer ist übrig. Nein! Alter, das ist echt crazy. Ich glaube, dann habe ich hier doch ein bisschen mehr zu tun in der Galaxie. Hier voll so ein oder Tintenfisch. Wo ist denn jetzt so mein... Da ist die Röhre. So. Ja, aber das ist cool hier. Kommt man erstmal nach draußen, wenn man Pech hat, fliegt man wieder rein und dann... Nee, das ist echt cool gemacht. Finde ich schön. Da! Vorsicht. Ich muss jetzt einen schießen lassen. Na, Autsch.
Autsch. Wir sind doch hier alle zum Failen verurteilt. Die machen sie wieder kaputt. Nee, oder die machen mich kaputt. Ich glaube, ich muss das von hier machen. So, jetzt ist schön. Mann, ey! So, ihr kommt jetzt alle mit. Ja, genau so. Genau, genau, genau. Lebe für mich, du. Ah, Scheiße. Jetzt rein hier. Ja! So, was ist denn das jetzt für ein grüner Stern? Zack. Der sieht echt cool aus, der gefällt mir. Also, das war auf jeden Fall nicht der Stern, den ich gerade holen musste. Das weiß ich. Was war denn das nochmal für einer? Oh, der ist hier sogar... Ich werde ja sogar rausgebracht. Fundsache aus der Marinefestung. Aha, aha. Sieht so aus, als hättest du einen grünen Powerstern erhalten. Grüne Powersterne haben besondere Fähigkeiten. Wenn du mehr wissen willst, frag den grünen Luma. Er ist die Personifikation eines grünen Powersterns. Ja gut, dann gehen wir mal zum grünen Luma, ne? Ich habe mich schon gefragt, was das hier jetzt soll mit diesem grünen Sternring. Na, Kumpel, was los? Na, danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin ein Wächter der Challenge-Galaxien. Um das Tor zu den Prüfungen wieder zu erwecken, wird die Kraft von zwei weiteren Wächtern benötigt. Das heißt, ich kann irgendwo, irgendwie noch zwei weitere grüne Sterne finden. Ich denke mal, es sind auch wieder so Level, wo man, ich schätze einfach mal, es sind auch wieder so Level, wo man... Mir liegt auf der Zunge. Wo man nur einen Stern kriegen kann. Und eventuell kann man da irgendein Geheimnis entdecken oder so. Ich muss mal nochmal... Ich muss einfach aufmerksam bleiben, Freunde. Oder vielleicht geht's erst ab jetzt und kommen jetzt in den zukünftigen Leben. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir nochmal rein und holen den richtigen Powerstern. Gibt's ja nicht hier, ne? Dass uns der Stern da entgeht. So, aber... Ist das cool für hier drunter? So, die Marinefestung. Ach, ist das schön. Nee, mal, also das Let's Play macht mich echt total happy. Das ist so geil, macht so einen Spaß. So. Ich würde sagen, ich fliege hier einfach mal lang. Nee, hier ist irgendwas falsch. Ich weiß auch ganz genau was. Ich muss jetzt, ich muss wirklich mit Hilfe dieser Bansei-Bild, muss ich das Ding, muss ich die Gewichte da kaputt machen. Also der Torpedo, mit Hilfe der Torpedos. Die sorgen für gewissen Auftrieb. Die sorgen für... Nein, ich muss die Gewichte kaputt machen. So, komm her. Oh, oh. Yeah. So viel dazu. Aua. Ja, das war, glaube ich, alles. Jetzt kann ich hier schön... kann ich hier schon hoch und schön rauf. Zack. Auf da. Und jetzt kann es losgehen. Mit dem richtigen Spaß. Mit the real fun. Oder so. Ist auch cool hier mit so... Hier so einzelne schwimmen und so. Das ist cool. Zack. Das war jetzt Fail. Wir wollen keine Fails. Fails sind schlecht fürs Karma. Oh nein, ein dicker Stein. Mit aufgepusterten Wangen. Wow. Wow, der schmeißt voll mit Steinen. Schön vorsichtig. So, hier können wir wieder irgendwas drehen. Aha, was bist du denn für einer? Yeah. Das ist geil, finde ich cool. Weil so Mechanismen, die durch irgendwelche Gegner ausgelöst werden. Oh nein, was ist denn jetzt passiert? So, einen haben wir schon mal. Toll. Da ist der zweite. Aha. Ich muss hier schön aufpassen. Ist ja nicht so mächtig aussieht, Leute. Doch, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Finde ich auch schön, dass es hier gerade nicht so kompliziert gemacht ist. Ist halt noch sehr überschaubar.
Und man kann ja auch noch gut durchblicken und weiterkommen und alles ist toll. So, und einer fehlt noch. Der ist ganz oben. So, ich denke mal, das ist so ein Ding, was mich irgendwie... Genau. Yay! Wing, wing, wing. Badam! Was ist denn das für ein fieses Teil? Einfach rausgedreht, voll geil. Oh, das ist ja cool. Das gefällt mir mal richtig hier irgendwie, das ist richtig schön. Komm her, Powerstern. Somit haben wir einen weiteren Powerstern. Ein Powerstone haben wir uns geholt hier. Powerstone. Irgendwann mit Geheimnis und fühlt mich sicher an mein Ziel, wenn ihr nur an mich glaubt. So, Freunde. Galaxie komplett. Wissen wir schon mal, da gibt es nicht mehr zu holen. Kein Special-Ding mehr. So, wir haben ja noch eine Menge Zeit. Hier haben wir alles, hier haben wir alles, hier haben wir alles. Jetzt kommt die Phantom-Galaxie. Voll mit so einem riesen Fleischklotz da an der Seite. Voll doof. Oder voll dumm, voll komisch. Rette Luigi aus dem Spukhaus. Das ist ja geil. Luigi retten. Das gefällt mir. Na, dann wissen wir schon mal, wo Luigi sich versteckt, ne? Na, die Musik. So, gehen wir gleich mal rum. Und schießen uns los. Das sind ja süße Gumbas. Richtig süße Gumbas. Voll die Spinne hier. Tschüss. Oh nein. Scheiß Kleffer. Wie heißen die nochmal? Ich hab schon... Ah, Herr Kettenhund. Oh, ein Geist. Verdammt. Oh, geil. Komm mal her hier. Der Typ hat sicherlich einen Schlüssel. Ja, der hat den Schlüssel. Kommst du mal her? Ja, kommst du mal? Mano. Du musst hier rein. Genau, hier so. Jetzt kann ich hier rumwirbeln. Und zack. Meiner. So, können wir weitergehen. Aber Moment mal, was ist denn hier? Adam! Adam! Wirklich schön. Na! Voll den Arsch verbrannt. Aua! Verdammt! Münze! Gib schnell die Münze her! So, hier muss ich aufpassen, ich brauche ja die Sternteile. Mann, das hat hier übel. Schon wieder voll so am Sterben. So. Kommst du her? Wo ist das letzte Ding? Badam! Alle sterben sie hier so. Das letzte Ding haben wir auch. Sehr schön. So, ich freue mich schon voll. Jetzt kann ich wieder den Stern hier blutzen. Luigi, mein Bruder, ich komme. Wow, mit dem Schlüssel. Wow, das war knapp. Ja, richtig special. So, was denn hier los? Ein Geisterpilz! Du bist unsichtbar. Schüttle Dings, um unsichtbar zu werden. Oh, cool. Alles klar. Das wollte ich eigentlich nur nachgucken, ne? Moment mal, was war hier oben? Ah. Oh. Aha.
Yoshi, blablabla. So, Freunde, jetzt müssen wir hier lang. Aha. Zack. Futsch. Wer ist Luigi, wa? Hilf mir. Hallo. Bruder, da bist du ja endlich. Ich habe die Toads aus den Augen verloren. Es war furchtbar. Aber ich habe einen Powerstern gefunden, siehst du? Ich bin doch zu etwas zu gebrauchen. Ja, Freunde. Ein weiterer Powerstern für uns. Ab nach Hause. Genau. Luigi freut sich voll mit uns. Und schon Stern Nummer 36. So, was sagt denn jetzt Rosalina, da wir Luigi gefunden haben? Willkommen zurück. Da drüben ist jemand, der behauptet, dein Bruder zu sein. Als ich ihn fragte, sagte er mir, er wolle zusammen mit dir Powersterne suchen gehen. Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen. Schau doch mal bei der Garage vorbei. Okay, Leute, auf zu Luigi. So, Luigi, was los, eh? What's up? Na, Bruder, du suchst doch nach Powersternen, oder? Dann will ich dir dabei helfen. Wahrscheinlich hast du in der Eierplanet-Galaxie einen übersehen. Wenn ich ihn gefunden habe, schreibe ich dir einen Brief. Versprochen. Genau, das sind so Special Stars, die Luigi dann ausfindig macht. Und sobald er uns einen Brief schreibt, können wir dann auch diesen Dings finden, auch diesen Stern. Im Grunde voll praktisch, ja. So, gucken wir mal schön hier hoch, zack. Freunde, wollen wir gleich mal den Luma hier füttern? Ja, ne? Füttern wir mal den fetten Gourmet-Luma. Luma, ich bin so fett, Sterne, Mann, gepärt, will fressen, will noch fetter werden, ja. So, wie viel willst du? 600. Hohoho. Na los. Oh, das war mein Maus voll. Ich bin so fett. Oh. So, mal sehen, was jetzt für eine Galaxie auf uns zukommt. So, von jetzt bin ich gespannt. Die Tränengalaxie. Ausbruch der Riesenaale. Das klingt mir aber nicht sehr freundlich. Oh, ein alter Oberältester. Da bin ich mal gespannt, was ich hier tun muss. Muss ich einfach die Aale töten oder was? Verdammt. So, was ist denn los, Großer? Da scheint diese Riesenaale aufgetaucht sind, können wir keine Fische mehr fangen. Kannst du nicht diese Aale besiegen? Ich kann alles. Hauptsache, es gibt irgendwelche Torpedofische. So, komm her, du Riesenaal. Komm her, du alle Sau, komm her. Dich krieg ich mal an. Jetzt habe ich nochmal einen roten. Das ist natürlich noch cooler. Aua. Oh, geil. Dumm. Ich werde trotzdem den roten haben. Ja. It's a red one. Guckt euch den an, guckt euch den an. So, guck mal, da ist noch eine Kiste. Aber erstmal machen wir den Kerl hier tot. Ach, das war schon der letzte, Mensch. Dann muss ich doch nicht mehr gucken, was in der Kiste ist, oder? Oder vielleicht doch. Sollte ich gucken, Leute. Was meint ihr? Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh. Scheiße. So, wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Hier.
Na klar. Ah. So, ich brauche mal schnell Luft. Und dann tauchen wir mal wieder unter und gehen zum Powerstern. Wenn ich den mal finden würde. Na, wo ist das Schiff, das Boot? Hier. Nee. Ist es hier? Ja, da ist es. Badam. Somit haben wir ein weiteres Gourmet-Luma-Level geschafft. Ich würde sogar sagen, dabei können wir schimmel und so weiter. Ne? Ich würde sogar sagen, mein Landschaft ist doch angebracht. Was ist los hier mit dir, du Spiel? 37 haben wir schon, Galaxie komplett. Noch ein paar Sachen hier so gekriegt, ne? Ich würde sagen, was ist denn jetzt los? Ah, hier ist ein Brief von Luigi. Hey, ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Was ist das für ein Ort? Er wirkt vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Damit du Luigis Aufenthalt nicht vergisst, gebe ich dir das Foto. Wenn du das Foto sehen willst, drücke Dings oder Dings im Pausebildschirm. Dann wähle Briefsymbol, um ein Foto zu betrachten. Ja, Leute, ich würde sagen, wir speichern. Und machen jetzt Schluss. Aber im nächsten Part fangen wir dann gleich an mit Luigi besuchen, beobachten. Denn hier haben wir sein Foto. Das ist in dieser Eiergalaxie, ihr wisst schon. Und ja. Freunde, dann bedanke ich mich herzlich fürs Dabeisein. Wir haben schon ganz schön viel geschafft, ja. Wir sind schon auf jeden Fall schon über ein Viertel durch das Spiel durch. Total geil. Und ja, ich freue mich auch schon auf die nächsten Parts und wenn wieder gezockt wird und so. Das wird so geil, Mann. Und ja, wie gefällt euch das Spiel jetzt eigentlich? Kann man ja bestimmt schon so nach 9 Parts mittlerweile schon mal sagen, wie es so ist, ne? Könnt ihr ja mal ein bisschen eure Meinung dalassen. Also dann, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.